Seit 51 Sendungen bemühe ich mich hier, euch Freude, Unterhaltung, etwas Sinn in euer trostloses Leben zu bringen. Und ihr habt mich mit 1862 Briefen, Postkarten und Telegrammen belästigt. Peter, wie macht man es so geil und cool und lässig und locker zu sein wie ich? Und ich habe ein Herz für euch, denn jetzt ist sie endlich fertig. Die Videokassette zum Preis von 39,90 Mark mit dem Titel Werde so erfolgreich wie Peter. Und daraus seht ihr jetzt einen klitzekleinen Ausschnitt. Ja. Irgendwie nervt er. Ich werde am Laufband gefragt, Peter, wie wirst du so erfolgreich, so wie du bist, so in allen, ja, Gesamtkunstwerk quasi, ja, also ich bin ja überall erfolgreich, weil ich hab zum Beispiel Frauen erlebt, die sind danach aufgestanden, haben mir applaudiert, ja, nach dem Sex. Du, das war irre, die stehen auf, aber Standing Ovation, du. Die hat zwar nicht mehr gestanden, weil ja nun schon alles weg war, aber war schon lustig, ja, also du musst vor allen Dingen cool sein, unheimlich cool sein. Ja, pass auf, ich zeig euch, du musst hier am Straßenrand stehen. Ganz cool, deine Zigaretten rauchen, ja, ab und zu mal den Griff zum Laden. Ja. Du, da kommt der von ganz alleine. Ich meine, ich mach jetzt nicht hier stehen bleiben, dann würdet ihr gleich sehen, aber ich hab nicht so viel Zeit. Aber was soll ich noch sagen? Also cool sein und rauchen. Du musst rauchen. Vor allen Dingen Zigarette danach kennt ihr alle, ja. Ist ganz wichtig, wegen der Entspannung ist das, ja. Du bist ja da körperlich entspannt, dann musst du auch vom Kopf her entspannt werden, ja. Und was ganz wichtig ist, ja, du musst irgendwas haben, also entweder musst du hässlich wie die Nacht sein, oder eine blöde Brille. Ich hab beides, wa? Das ist natürlich dann, ist super. Ich meine, ich kann auch anders, mit einer ganz anderen Brille, wa? Dann bist du gleich ein ganz anderer Typ, wenn du eine andere Brille drauf hast. So, guck mal, jetzt zum Beispiel, wie soll ich sagen, jetzt bin ich der Schwarm aller Schwiegermütter, ja? Die sehen so ein Bild wie mir und denken, mein Gott, so einen Sohn würden wir gerne haben für unsere Tochter. Ja, Sohn, nee, hört sich doof an. Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen, wa? Björn. Thank you.
Tja, Deutschland, ja, Hamburg, ja, Fernsehnation. Was soll ich sagen, war einfach nur klasse. Das war Joachim Witt, der goldene Reiter, und ich begrüße ihn recht herzlich hier bei mir in der Sendung. Danke, Joachim. Ey, der ist wirklich gekommen, ja? Das ist zu Peter kommen jetzt schon Stars. Ja, du bist witzig. Du musst ein bisschen lachen. Du bist ja witzig. Ey, das hast du jetzt gut gesagt, war so abgesprochen. Nee, Joachim, ja. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Echt? Viele über 25 werden wahrscheinlich wissen, wer Joachim Witt ist. Die jüngere Generation, kann man ja ruhig mal so sagen, das war unser Star damals. Was heute vielleicht für euch Take Z ist oder wie heißen die ganzen Hi-Yo-Pi, E17 oder wenn Peter zum Beispiel singt, das ist auch nicht so toll. Aber Joachim hat das ganz toll gemacht. Und ja, ich bin richtig ergriffen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Joachim, kennst du diese Sendung? Ich kenne die Sendung, ja. Wollen wir uns ranwagen? Ja, mach mal. Hallo, ja. Anrufer. Dörte? Ja, hallo. Haben wir einen Anrufer? Ja. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ja. Wir verstehen dich noch nicht. Jetzt? Immer noch nicht. Peter. Jetzt geht's langsam, aber tut es. Ja. Jetzt hören wir dich perfekt. Ja, na, was sagst du dazu? Ja, dass er da ist, finde ich super. Kennst du ihn denn? Nee, hast ihn mir jetzt gerade vorgestellt. Und, wie hat dir die Musik gefallen? Ganz gut, im Gegensatz zur letzten Woche da. Das war nicht so. Ey, mein nicht die Gäste von letzter Woche beleidigen. Ich beleidige sie nicht. Ich meine nur, die Richtung war nicht so mein Geschmack. Na gut. Und heute aber, das hat ja zugesagt. Ja. Kannst du die wichtigste Textzeile dieses Liedes jetzt spontan einfach nochmal so nennen? Ja, irgendwie so ein Reiter. Wie war denn der Reiter? Golden. Du, Peter, ich hab mal eine Frage. Du weißt, wer hier ist, Khaled? Khaled, sagt dir der Name was? Der sagt mir, dass ich dich jetzt rausblitzen muss, Khaled. Du, Peter, tschüss. Warte. Ja, Khaled, nee, also auch nicht, wenn das Sozialamt dir diese Anrufe bezahlt. Das finde ich also nicht so witzig, ja, Khaled? Ja, Joachim, das ist so, ja. Ich kann nicht dafür, ich bin ganz... Ich weiß, was mir jetzt hier fehlt. Mir fehlt meine richtige Brille. Mein Gott. Wie in so einem Mann muss man ja einfach cool aussehen, wa? Das werde ich euch jetzt beweisen. Joachim Witt, also wie gesagt, war in den 80er Jahren... Bei der neuen deutschen Welle, das wird euch ja wahrscheinlich noch eine Menge sagen, einer derjenigen, der wirklich gut abgeräumt hat. Können wir so sagen? Ja, das war dann so, ne? Das war dann nachher so. Abgeräumt, ja. Es hat nachher vielen Leuten, Menschen und Kindern gefallen. Ich meine, Joachim war jetzt 5 Jahre auf den Bahamas, hat die ganzen Tantiemen das hast du jetzt gesagt, ja. Hast du die 50 ja. Mark übrigens mit, die Andi mal gepumpt hast, hat er in der letzten Sendung jedenfalls erzählt. Ja, das ist überhaupt eine Frechheit, ne? dass sowas öffentlich erzählt. Ne? Ja, wir haben ja versucht, einen Piep rufzulegen, wo er da von denen, aber das ging dann nicht. Mein Gott, schwitzig. Er kriegt ja eigentlich nur 45 Mark von mir, aber diese 5 Mark sind auch okay. Andi, klar, er lügt immer, das ist ja so eine Sache bei Andi. Haben wir jetzt einen zweiten Anrufer? Der war Anrufer, schon lange her. Mal, wenn wir keine Anrufe haben, müssen wir uns weiter unterhalten. Das ist ja schrecklich. Ja. Ne? Hey Joachim, wir haben abgemacht. Ich kann das gar nicht. Die 500, du hast ja damals auch in dem ZDF mal ein Interview gegeben, in den Tagesthemen, wo du dich darüber so politisch äußern wolltest. Und hallo? Hallo. Lauter. Ja, hallo. Verstehst du mich jetzt? Ja, ich kann dich erahnen und mir graust es jetzt schon. Nee, pass auf, hier ist Oliver. Und zwar, ich möchte gerne was loswerden da bei dir. Ich möchte dazu appellieren, dass Gildo Horn einen Wörter sehen muss. Gildo Horn kennst du bestimmt, oder? Ja, und ich appelliere, dass Olli, du heißt Olli? Ja. Willst du eine CD gewinnen? Ja, logen. Wie heißt mein Gast heute? Joachim Witt. Kennst du die Sachen von ihm? Ich bin der goldene Reiter. Ja, also sollst du ja nicht singen. Sollst ja, du... der goldene Reiter, das war der Oberhit. Damals. Wie alt bist du denn? 19. Nee, ich meine, da war ich 11 ungefähr. Da hat Papa das gehört, sei ehrlich. Nee, das war schon ich. Immer hier, Neue Deutsche Welle. Genau, du hast jetzt die Chance mit einem Macher der Neuen Deutschen Welle, habe ich das jetzt gut gesagt? Ja. Einer von den drei Worten, die ich sagen soll. Macher, hast du gut gesagt. Genial und Kult. Aber ich kann deine Augen gar nicht sehen. Du.
Darf ich die nicht sehen? Die zeige ich dir lieber auch nicht. Nicht? Ich hab doch gesagt, er war... er war 5 Jahre... Ist das ein Augensonnenbrand von den Bahamas oder was? Ja, 5 Jahre und das Ozon noch da... Die sind so langsam nach hinten weggerutscht. Dann noch wieder Zeit. Aber wir können dir die 3 netten jungen Damen zeigen, die ihn hier ins Studio reingeführt haben. Ich meine, den Stock hat er ja draußen gelassen. Die kann er dann auch gar nicht sehen, oder? Was? Die kann er dann ja auch gar nicht sehen, die hübschen Mädchen. Naja, dort kann ich sehen, das ist eine Polaroid-Brille. Die erfüllst du dann, oder was? Also, wir haben zu ihm gesagt, sie sind... Was, Elvis? Elvis? Oh geil. Mein Gott, kennst du den? Der Logan! Elvis ist cool. Aber der ist eben noch nicht so dick wie er. Ja, aber kommt, ja, ich meine, am Anfang war Elvis auch noch schlank. Was? Am Anfang war Elvis auch schlank. Kannst du mal Elvis seinen wichtigsten Hit vorsummen? Oh, da gibt's so viele. Ja, mach den wichtigsten. In the ghetto. Summen, habe ich gesagt. Hat er gewonnen? Ja, ja. Er hat gewonnen. Okay, du hast gewonnen, den Preis, den der debilste Anrufer kriegen sollte. Das ist eine Papiertüte, in dem Joachim die Sachen mitgebracht hat, die für die anderen Gewinner sind. Ist auch okay. Willst du die gewinnen? Ich nehme alles. Du nimmst alles? Ja, ich stell keine Ansprüche. Ey, wie ist das mit Frauen? Nimmst du da auch alles, was nicht schnell noch auf die Bäume kommt? Ja. Tut mir leid, ja, stimmt. Du bist ein 19-jähriger Loser, der nichts mehr viel vom Leben vor sich hat. Ja. Tschüss. Ja, was ist jetzt mit der CD? Gibt's die noch oder nicht? Ja, ich hab doch gesagt, Papiertüte. Solltest du dir die über den Kopf stülpen? Könnt ihr euch ein bisschen näher zusammensetzen? Wir haben so drauf gewartet, dass du das jetzt endlich mal erwähnst. Der Mann sitzt immer links, ne? dann kommt ja drauf an, von welcher Sicht man das sieht. Also, wir tränen jetzt die Augen, ich bin so erschüttert. Oh, das Schweiß, scheiße. Elvis, da drüben ist eine Tasche, da ist ein T-Shirt drin. Kannst du mir das zum Schweiß abtupfen holen? Das ist ein wichtiges T-Shirt, weil ich bin wichtig. Ja, Joachim Witt, der wird natürlich nachher noch ein paar Mal singen. Darf ich das? Möchtest du doch, ja, oder? Ja, gerne. Wir können natürlich auch nach wie vor erwähnen, dass Joachim Witt eine ganz neue CD rausgebracht hat. Ganz neu, vor 2 Jahren. Wo sind die denn jetzt? Die Bibel durch den Zusammenrücken, siehst du. Das ist die ganze Sendung. Handkameramann Frau Klaus ist ja mal wieder gekommen. Also nicht so gekommen, sondern in den Sender gekommen. Und naja, ihr wisst ja, mein Verhältnis zu Klaus ist immer schon eigenartig gewesen. Damit ihr seht, so sah Joachim früher mal aus. Ein kleiner Italiener. Die träumten von Napoli, da, 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 da. Die könnt ihr nicht gewinnen, obwohl mit Originalautogramm, aber auch auf der CD ist ein Autogramm. Hallo Anrufer. Ja, hallo. Na, bist begeistert? Ja, NDW ist doch eine schöne Zeit, das lebt jetzt so langsam wieder auf. Nordrhein-Westfalen? Nein, Neudeutsche Welle eher. Ja, ja, genau, das war das Ober... Genau, das Oberkultige. Das was ja. Möchtest du Joachim jetzt fragen, was du damals immer gerne gefragt hättest? Ja, damals wohl. So wie er so da reingekommen ist in die NDW-Szene. Wie das so bei ihm losgegangen ist. Die haben mich gezwungen, die haben mich erpresst. Und irgendwie so mit welcher Band oder welcher... Die haben mir ganz viel Geld geboten und haben gesagt, dürfen wir die Bewegung so nennen. Obwohl, da hätten sie mich gar nicht fragen brauchen. Das haben sie natürlich auch von alleine gemacht. Nur, die NDW kam ja auch überhaupt viel später. Also die Platte habe ich viel früher gemacht. Das war 1,5 Jahre vorher. Und die lag in den Regalen wie Blei, weil jemand, der Deutsch sang und dann so komische Texte machen, macht die damals nicht. Das wollte keiner hören. Ja, und wenn ich habe jetzt so eine alte Kassette noch, da steht glaube ich drauf 81 oder so, war das jetzt? Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber die Platte aufgenommen ist im Frühjahr 80 schon und lag, wie gesagt, ein Jahr wie Blei in den Regalen. Und keiner kümmerte sich drum. Und das ging dann erst so richtig los, so 83 oder wie? Ja, als der Mussolini kam. Und so. Ja, genau. Und hast du irgendwie vor, nochmal jetzt irgendwie so ein Konzert zu geben oder so, ein paar alte Bands zusammentrommeln? Irgendwie nee, so nochmal Back to NDW oder so? Nee, die alten Bands und so, also es gibt ja auch wenige, die ich aus dieser Richtung, ich will ja keine Kollegen anpissen, so, das ist auch nicht meine Art, aber es gibt ganz bestimmte Leute aus der damaligen Zeit, die ich natürlich bevorzuge, würde ich mal sagen. Das ist zum Beispiel Duff. Und auch Ideal zum Beispiel und dann gibt es aber auch einige subkulturelle Veranstaltungen aus der damaligen Zeit, die hat keiner so richtig wahrgenommen, wurde immer nur so kultisch unter der Wasseroberfläche gehalten. Die Crackers zum Beispiel. Ja, und die wurden auch nicht so erfolgreich, weil sie dann nicht so poppig waren, aber ich fand das also alles andere als schlimm, sondern die hatten...
mindestens dieselbe Kraft. Und es ist eigentlich schade, dass aus dieser Gruppe von Leuten nicht mehr nach oben gekommen sind. Das, nachher war das ja eine Schlagergrütze, irgendwie mit also das wurde ja alles gemacht, irgendwie, was irgendwie nach NDW klang oder klingen sollte. Und viele haben sich einfach dran gehängt und haben den größten Mist fabriziert. Und also damit kann ich mich nicht identifizieren. Also ich kann mich ohnehin nur damit identifizieren, mit den Sachen, die ich selber gemacht habe. Und ich finde ein paar Sachen, andere Sachen eben gut, unter anderem Mussolini-Geschichten und DAF und so, diese Abteilung. Die härtere Abteilung, die habe ich gemocht. Und würdest du sagen, dass sich die Szene jetzt doch ziemlich stark gewandelt hat? So, ist das jetzt doch ein ziemlicher Schock für dich, oder? Ach, die Szene hat sich doch gar nicht gewandelt. Ja, diese Szene, die es jetzt gibt, Ärzte, Tote Hosen, wäre doch ohne die damals überhaupt nicht möglich gewesen. Die waren wirklich die ersten, die in Deutsch verkauft haben, oder? Ja, okay, aber also ich meine jetzt Ärzte und Tote Hosen, das soll ja eigentlich Punk sein, obwohl es mich eigentlich mehr in den kommerziellen Bereich rübergeht. Die wollen deine Kohle haben, Alter. Kein Stück anders, ja? Die wollen dein erspartes Geld. Wie alt bist du? Ich bin 17. Du hast noch nicht viel gespart, muss Mama noch bezahlen, ja? Naja, es geht. Guck mal, ich wollte nur ein bisschen aggressiv werden heute. Ja, Das ist ja auch nichts anderes als eine neue Welle. Das kann man ungefähr vergleichen mit damals Ärzte. Hier, was gibt es noch? Prinzen und so. Ja, die Texte sind anders als der normale Schlager. Und im Prinzip war es damals auch nicht anders. Also, aber in den 70er gab es nichts mit deutschen Texten. Da gab es überhaupt nichts. Also, ich habe gesagt, mit deutschen Texten, ja? Das war einer aus Holland, ja? So eine EG-Tomate war das, ja? Mama, hat er bei gesungen, ja? Und bei meiner Mutter war das schlimm, ja? Siehst du meine Panik in den Augen? Ist zu erkennen. Und was hast du jetzt für Musik, Joachim? Jetzt, das stelle ich dir nachher mal vor. Ein Titel aus der neuen, das werde ich nachher nochmal machen. Also nur deine eigene, oder? Ja, eigene. Du ist ein Künstler, der eigene Texte und so hat. Ja? Ja, es ist so verständlich, aber. Ja, bin ich. Ey, guck mal, du warst so nett und jetzt hast du dich doch als Schwachsinn geoutet, ja? Alter, schieß, Alter! Du hast jetzt für den längsten Monolog, den jemals ein Gast in meiner Sendung halten konnte, ja? Hast du ein T-Shirt, eine CD und die Telefonnummer von meiner neuen Freundin, ja? Kriegen können. Alter, Chance verpasst. Joachim, wollen wir das zweite Lied machen? Ja, klar. Gut. Kinder, zieh ich aber die Jacke aus. Gut, du ziehst die Jacke aus. Stellst dich schon langsam in Position, du kannst die Kamera ruhig noch bei mir halten, ja? Ich zieh mal die Jacke. Weil ich muss dazu jetzt einfach mal was sagen. Seit 12 Sendungen nerv ich euch, indem ich immer wieder singe, ich bin das Glück dieser Erde, ach wäre das schön, wenn's so wäre. Und so bin ich auch an Joachim rangekommen, weil der findet auch, wie er euch jetzt gleich zeigen wird.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Auch diese Woche wieder J.C. Kuddelsons aktueller Hamburger Dachschadensbericht. Beginnen werden wir mit einem Lobgesang auf die Bibelfestigkeit des Hamburger SPD-Vorsitzenden. Der nämlich bemerkte diese Woche, die SPD müsse wieder mehr wie Menschenfischer im Sinne der Bibel sein. Wir finden diese Bibelfestigkeit lobenswert, zeigt sie doch den hohen Allgemeinbildungsstand, der in der SPD heute so anzutreffen ist. Was aber die Herren Lamarck, Bebel oder Kautsky, diese Überväter der SPD, wohl sagen, ne? Nix, die sind nämlich tot. Aber in ihren Gräbern werden sie sich umdrehen. Ach, was umdrehen sie? Rotieren werden sie. Und außerdem ist das Terrain Bibelfestigkeit von der CDU gepachtet. Wir hoffen, das ist jetzt klar, Herr Kubier, oder müssen wir das nächste Mal Dünnbier zu Ihnen sagen? Ihr merkt schon, wir werden nicht mehr tadeln, sondern nur noch loben. Das ist schöner, macht mir Spaß und außerdem think positive. Und so sind wir auch des Lobes voll für die über 1000 Wahlmänner und Frauen, die Roman Herzog zum Bundespräsi und somit zum Nachfolger unserer aller Ritschi gewählt haben. Wir loben euch alle ganz, ganz doll und an dieser Stelle natürlich ganz besonders die Hamburger FDPler.
Alles, was dazu angetan ist, den Ruf dieses Schweinestaates im Ausland zu schädigen, ist wohlgetan. Seit Heinrich Lübcke hat kein Präsi das deutsche Volk besser verkörpert als dieser Mann. Konservative V, drauf und Schluss, weiter so Deutschland. Völlig angenervt von unseren doch eigentlich sehr lieb gemeinten Grüßen, zeigte sich Götz Brase von den Scientologen. Er meinte im Bild-Zeitungsinterview, die Scientology-Kirche sei eine Religionsgemeinschaft, denn dort arbeiten fromme Makler, Schweine und Miethaie daran, bessere Menschen zu werden. Jawohl, ja. Der Mensch besteht nicht nur aus Bier allein, ein bisschen Geist darf's auch noch sein. Und so werden sie also daran arbeiten, eine geistige Elite zu sein. Dabei seid ihr doch schon durch euer Geld geadelt. Außerdem hat euer wichtigster Mentor euch schon vor über 50 Jahren ins Stammbuch geschrieben, dass die Deutschen bzw. die Weißen die besseren Menschen seien. Also arbeitet lieber wieder daran, Wohnungen zu entmieten, Mieter zu terrorisieren, erpressen. Ach, ihr wisst schon, wie man sowas macht. Und wir lieben den Anblick von Obdachlosen. Ja, lasst euch das gesagt sein, denn Jesus sagte ja schon Anno 32, selig sind die, die da im Geiste arm sind. Super, ihr, die geistige Elite, macht die Leute arm und obdachlos, sie kommen in den Himmel, klasse, auch weitermachen. Heute haben wir auch einen Themenschwerpunkt, den Autoverkehr. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist auch euer JC Kuddelton für eine autofreie Stadt. Nun ist aber die Idee der Opel-Gang, die blechernen Stinker einfach im Kanal zu versenken, nicht so gut, weil in den Kanal gehören die auch nicht rein. Gucken wir, da gucken eine Antenne aus dem Wasser. Ein probateres Mittel ist da schon, die Verkehrsübungsplätze dicht zu machen, vor allem, weil auch schon der Polizeikasper dran glauben musste. Die Kids werden nun nicht mehr gründlich auf den Autoverkehr vorbereitet und haben logisch mehr Unfälle. Mehr tote Kinder im Verkehr, mehr tote Kinder, mehr verkehrsberuhigte Zonen, siehe Stesemannstraße. So funktioniert Politik. Und deshalb auch ein Gruß an Angelika Meyer von der Innenbehörde. Hallo Angie, du hast nämlich gesagt, dass man Strafmannstaate nicht bekommt, auf dass das Stadtsäckel sich füllen? Nein, Verkehrsverstöße sollen geahndet werden. 80 Millionen sind ja auch irgendwie nur Peanuts. Das Wort musste heute noch rein. Auch Peter Kelch, auch Innenbehörde, haut in die gleiche Kerbe, wenn er sagt, Knöllchen seien nicht zum Abkassieren, soll Zahlen senken. Und da hat er irgendwie recht. Man findet sein Ticket, ärgert sich die Krätze, rast, um den Frust abzubauen mit 120 durch die Stadt und bums, die ist der Lappen weg. Mindestens einen Monat verkehrsberuhigt. Ein Lob gebührt auch noch Dirk Fischer. CDU, christlich-dämlich, unternehmerfreundlich, weil der hat Kritik geübt an der Sparorgie, die der Senat mit unserer Polizei abzieht. Diese Maßnahmen seien ohne Sinn und Verstand und müssen zurückgenommen werden. Finden wir ja eigentlich auch, aber wie kommen gerade Sie, Herr Fischer, drauf? So ohne Sinn und Verstand sind Sie doch ganz in Ihrem Sinne, hä? Naja. Diese Woche ein Veranstaltungstipp für die männliche Jugend dieser Stadt. Am Sonnabend ist nämlich Lichterkette für Michael Jackson im Stadtpark, gleich beim Wasserturm. Und Jungs, wenn ihr vorher oder hinterher mal in die umliegenden Büsche guckt, vielleicht findet ihr da ja auch den einen oder anderen Michael. Der zweite Veranstaltungshinweis ist für die Päderasten in dieser Stadt. Sonnabend ist in den Büschen um den Wasserpark im Wasserturm im Stadtpark lustige Michael Jackson Verkleidungsparty. Die besten Kostüme werden garantiert boymäßig prämiert. Die Wettervorhersage gibt's wie üblich nach der Tagesschau. Bis zur nächsten Woche dann. Ich bin das Glück dieser Erde. Habt ihr eben gehört? Jetzt habt ihr JC Kuddelton gehört. Und die ersten 32 Minuten der Peter-Ehrlich-Show sind auch schon vorbei. Und wir haben jetzt eine Anruferin. Hi, das finde ich auch, dass du das Glück dieser Erde bist. Ja, das ist aber nett von dir. Finde ich gut, die Sendung. Achim, deine Musik ist echt stark. Was soll ich da? Das finde ich... ja, das freut mich. Ich also ich finde, das ist ein wahnsinniges Kompliment. Und... wann bekommt man schon mal Komplimente? Ja, eben, richtig. Wie alt bist du, Tatjana? 24. Ey, du bist ja meine Altersklasse, war. Nicht schlecht, ne? Aber ich bin verheiratet. So. Du, ihr wisst doch, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich habe aber auch einen Sohn. Du, ich mag... Ja, eben, deswegen habe ich jetzt ja mal eine Frage an dich. Guck mal, der wird 2 Jahre, ne? Und du warst immer Tagesvater, oder bist du? Hey! Ja, gut, ne? Ich gucke deine Sendung immer. Ja, das merkt man. Ja. Muss ich am Anfang notgedrungen, ne? Weil mein Mann hier mal guckt. Naja. Gut. Der guckt auch? Ja, natürlich. Der dann guckt. Weißt du doch, wo du ihn jetzt hinschicken sollst. Wohin denn? Zum AA machen. Okay, pass auf. Und mein Sohn, oder unser Sohn, wird 2, ja? Und es ist 3:30 und er turnt hier immer noch durch die Wohnung. Was macht man mit solchen Kindern? Sollt ihr da wirklich einen ernsthaften Tipp geben, Tatjana? Ja, sag mal. Dann beschäftige dich tagsüber mit deinem Kind so dermaßen, dass er abends um 8 ins Bett fällt, ja, und sich wünscht zu schlafen. Du arbeitest bestimmt aber, wa? Richtig. Und dann arbeite ich mit zur Arbeit. Du nimmst ihn mit zur Arbeit? Ja. Ja, vielleicht ist diese Stupide in der Ecke sitzen nicht das Richtige für ihn. Nee, ich glaube nicht. Also er sitzt nicht immer das Stupide in der Ecke. Er hat eine riesige Wiese, wo er laufen kann. Darf er sich schon mal bewegen, ja? Ja, doch.
Du, die verschwinden ja ab und zu Kinder, da musst du immer aufpassen. Ja, ja, das ist gefährlich, ne? Aber die nimmt keiner mit. Warum nicht? Glaube ich nicht. Wer den am Tag mitnimmt, bringt ihn im Dunkeln wieder. Tatjana? Ja? Ist meine Adresse heute schon mal eingeblendet gewesen? Ja, eben gerade. Gut, oh, guck mal, da kannst du ganz alleine gucken. Da muss ich jetzt in die Kamera zeigen. Du kriegst die CD, Tatjana. Ja, wann? Alleine schon, weil du zwei Körperteile an dir hast, die mich faszinieren. Ehrlich? Also, ja, ehrlich ist gut. Guck mal, ehrlich kriegst du, da kriegst du nämlich noch was anderes. Das ist ja heiß. Sehr gut, das finde ich top. Und weißt du, wer das ist? Ja. Wer denn? Der goldene Reiter. Ey, die Druckerei hat gesagt, da ist mein Bild drauf. Echt? Das sieht man von hier gar nicht. Was? Das sieht man von hier nicht. Möchtest du das trotzdem haben? Da habe ich gerade diesen Choleraanfall. Wisst ihr, was das ist? Was ist denn das? Der stumme Schrei nach Liebe. Ehrlich? Ehrlich, also guck mal, wieder ehrlich gesagt, dann kriegst du also die Brille, die Sonnenbrille noch dazu. Echt? Die brauche ich auch. Soll ich sie mal aufsetzen? Die Sonne in Hamburg brauche ich die. Und du kriegst diese T-Shirt mit echtem Peter Ehrlich Schweiß. Das ist echt stark. Hast du da voll Bock drauf? Ja, völlig. Dann musst du mir jetzt noch eine Preisfrage beantworten. Ja, was denn? Warum bin ich eigentlich so ein geiler Typ? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber du bist es halt. Dieser Alltagsinstinkt in dir? Ja. Und wenn du jetzt ganz ehrlich bist, wenn du jetzt nicht verheiratet wärst? Ja. Wer X? Schau mir in die Augen, Kleines, oder was? Ich kann das nicht sehen. Ich sehe da nur Rotlicht. Ja, so ein Scheiß. Ey, und so schlecht siehst du ja nicht aus. Nee, danke. Du, also ich finde, für 24. Ey, kannst, gehalten, du dir ne? Kannst du dir vorstellen, ich habe gestern ein Blind Date im Café Stenzel gehabt. Und? Und bin versetzt worden. Kannst du dir das vorstellen? Hast du einen Korb gekriegt? Du, die ist einfach nicht gekommen. Oh Gott, ist doch immer so bei dir. Oha. Klaus, halt's Maul, ja? Klaus, was sagt man nicht? Also, Tatjana, willst du das alles gewinnen? Natürlich. Ja, hast du jetzt hiermit. Ja, gut. Schreibst du da hin? Ja. Und wenn du eine Scheidungsurkunde irgendwann mal mitschickst, dann hast du mich für immer. Oh, das ist gut. Ehrlich? Am Haken. Wieder ehrlich. Okay? Okay. Möchtest du noch mit Joachim ganz kurz? Kurz. Ja, das kannst du ja ganz alleine für dich entscheiden. Nee, lassen wir mal lieber, du, mein Mann, du, der guckt so ganz böse. Hat der lang? Was hat der? Ob der, okay, ob der lang es. Hat? Vergiss es. Du okay. Hast gefragt, wie kurz, ich habe gesagt, wie lang. Ach so, ja, das ist so spät schon, ne? Da ist man nicht mehr so gut drauf. Dann halt mal jetzt deinem Sohn die Ohren zu, nicht, dass er sich erschrickt. Nee, glaube ich nicht. Und von deinem Mann redest, von seinem Gehänge. Habe ich dich amüsiert? Ja, und wie? Blitz. War nett. War die nett? Ja. Ich merke, ihm wird es jetzt immer peinlicher. Weil jetzt kommt die Sudel halbe Stunde. Ihr seid alles Opfer jetzt. Und du bist das Nächste. Hallo Anrufer. Ihr ruft mich nicht mehr an. Du da, der jetzt sitzt zu Hause in seinem Sessel und denkt, da muss ich nicht anrufen, ja? Das ist mir im Grunde genommen scheißegal. Das ist so mein Traum, dass ihr euch nicht mehr meldet. Ihr da. Zu Hause. Hallo? Ja? Ja, hallo? Ja, hallo? Hier ist Dorothea. Dorothea? Ja. Mann oder kein Mann? Das ist jetzt die Frage. Nee, kein Mann. Ihr könnt jetzt alle das Studio langsam verlassen. Stell eine Kamera nur auf mich und die letzten 20 Minuten musst du jetzt mit Joachim sprechen. Mit Joachim? Na, ich bin so, lieber nicht, ich bin ein wahnsinnig introvertierter Typ. Ja, ich auch. Ja? Ich bin Steinbock. Steinbock, ich bin ja. Fische, das ist ganz furchtbar. Ja, ich weiß. Introvertierte sind die ganz schlimm, ne? Ja, ja. Das sind die Verkappten. Bei mir ist es nur nicht mehr verkappt. Um dir das mal ganz deutlich zu sagen. Aha. Das kann ich, aber Peter, es ist Peters Sendung. Und ich möchte, dass Peter... Gut, weiter. Er kaut und kaut und kaut. Baby, ich bin vage. Vage. Ja. Gibt's da irgendwelche Sachen, die uns zusammenführen können? Ja, ja. Wie alt bist du denn? Dann fängt das schon mal an. Ja, also zu alt. Ja, sag doch einfach mal. 48. Du, das ist genau das Alter, wo ich richtig tierisch Bock drauf habe, ja? Echt? Weil, ja doch. Ja, nee, du musst nicht lachen.
Du, das ist einfach die Erfahrung. Die Erfahrung sagt mir, ihr seid für jeden kleinen bisschen dankbar. Ja, was? Wie? Du, ihr stellt keine Anforderungen mehr, weil ihr wisst, mit 50 ist es vorbei. Also, dann hast du noch nicht die Zeitung gelesen. Die Frauen ab 48 kommen erst richtig in Schwung. Die kommen auch nochmal? Die kommen mehrmals. Die lernen erstmal Multiple in dem Alter. Ich hab heute gelesen, dass eine Frau wirklich 137 Orgasmen hintereinander haben kann. Das ist für mich eine Kleinigkeit. Ich schaff 200. Aber ich schaff nur 16. Das ist dann ekelhaft. Das stand in der Bild. Das kommt, weil du so viel Kaugummi kaust. Du verbrauchst so viel Energie im Mund. Du nimmst ihn in den Mund? Ja, natürlich. Du nicht. Ich mag diesen extremen Sex nicht. Tschüss. Bitte ab. Eins zu mal für mich. Ja. Und jetzt bist du trotzdem raus, ja? Ey. Okay, ich muss ehrlich sagen, also das wurde doch eigentlich gerade erst interessant. Wieso wurde das gerade ausgeblendet? Weil ich jetzt eben halt mit 48, also das war ja eben halt sehr interessant, aber dann habe ich einen optischen Blitz in meinem Gehirn gekriegt. 48, und dann habe ich das alle da hängen sehen und das war... Da stehst du nicht drauf, ne? Ja doch, das Hängen, das macht ja nichts, aber dann die dicken Bauchwülste und... Echt? Oh. Also mir geht es da ja ganz anders irgendwie. Das musst du mir jetzt mal erzählen. Ich meine, ich werde ja auch mal in deinem Alter kommen. Ja, ich meine, zusammenrutschen wieder. Darf ich einmal? Kuschelfeder. Ey, jetzt habt ihr wieder dazu Zeit, die Rüchte in die Welt zu setzen, wa? Dann glaubst du auch, glaubst du den Werbeplakat mit den ganzen schönen Models, Hennes und Mauritz und so? Die sehen doch alle so aus. Also ich kenne Hennes so und Mauritz, das sieht wirklich süß aus, ne? Die süße Mädchen. Also ich kann aus der Erfahrung sprechen. Also ich lerne nur klasse Frauen kennen. Also wirklich klasse. Unterklasse. Unterklasse. Aber gut, immerhin klasse. Hallo Anrufer. Hallo? Ey, das war ein Scheißgag, über den ich denn selber lachen muss, das ist immer ein Scheißgag, ja. Aber ist jetzt deine Chance. Ja, viel Leid. Was? Viel Leid. Das ist meine Chance. Oder? Viel Leid? Ja. Du hast viel Leid? Ja. Wisst ihr, was wir für Leid haben? Wir haben gerade gesehen, dass man mit Frauen toll sprechen kann und danach ruft so ein kleiner Debiler an. Oh. Willst du auch was gewinnen? Sprechen leiser bitte. Und so. Möchtest du auch was gewinnen? Sag du brauchst mal. Sehr lange. Tschüss. Dörte, mach mal jetzt den Anruf. Ihr wisst doch, Lindenstraßen-Special. Jetzt macht es da bei jemand zu Hause Dingelingeling. Und wir reden über die letzte Woche. Ist ja unheimlich viel passiert in der Lindenstraße. Anna lebt, Iffi ist zu Hause mit dem Kind eingezogen und hat gleich den Fehler des Jahres gemacht. Also, wird es später erleben, der hat das Kind mit ins Bett genommen, ins eigene Bett. Momo schläft jetzt rechts außen, ganz blöde. Für Momo jedenfalls, wahrscheinlich wird das Kind. Und dann hat die das gefüttert und da hat sie geschlafen und da hat die das mit der Kackwindel einschlafen lassen, ja? Ist ja ekelerregend, ja? Also, da merkt man, die ist einfach noch zu jung für ein Kind. Obwohl, es soll ja ganz schön riechen, so. Oh mein Gott. Tja. Joachim, du, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Das steht mir ja auch bevor. Ich werde ja auch so ein Star irgendwie und werde auch mal Millionen verdienen. Wenn man Millionen hat, steht man denn auf dicke, fette Frauen, beschissene Kinder? Und was kommt noch? Es muss alles ein bisschen uneben sein, so wie das Leben. So, so wie Klaus. Ja, Klaus hat es auch nicht leicht. Haben wir jetzt Katrin? Sie konnte nicht. Katrin konnte nicht. Dann kann ich euch jetzt sagen, was Katrin rausgekriegt hat, was in der nächsten Sendung kommt. Und dazu muss ich mal ganz kurz. Anna wird jetzt wirklich raus aus der Sendung sein. Anna ist tot. Anna lebt nicht mehr unter uns. Weil dieser beschissene, scheiß englische Bakterie, ja? Ja, hat voll auf Anna ruf und die war in 22 Minuten tot. Und wir haben erstmalig nächste Woche live in der Peter-Ehrlich-Show, zeigen wir euch Zeitrafferaufnahmen von dem Fortgang der Krankheit. Weil es immer scheiße, du liest immer, du stirbst einfach so ganz schnell. Aber wir zeigen es, wie es funktioniert. Hallo Anrufer. Das ist der Angstschweiß hier jetzt. Hallo. Jetzt hat die Sendung ihren üblichen Hänger. Schön, Max. Hallo. Aufgelegt.
Dann soll ich euch mal zeigen, ich habe jetzt einen Twist groß gemacht. Let's twist it! Oh geil, komm, dann mach ich. Da. Ja, wir improvisieren, wir sind gut, wir brauchen gar keinen Regieplan, ja? Und da, komm! Ey, das sind historische Aufnahmen, ja? U und P, ja? Das wird in die Geschichte eingehen. Du und jetzt. Und. Tick. Hallo! Sie, hallo, bist du denn abtanzen da? Wie haben wir die Zeit überbrückt? Ich gehe eben gerade oder du? Wie haben wir jetzt die Zeit überbrückt? Ich habe hier ins Telefon geschrien. Du hast ins Telefon geschrien? So ist das. Also, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich, dass ich doof mit Berliner bist und ich ein guter Hamburger. Ja und? Ja, was sagst du dazu? Willst du dich einschmeicheln? Nee, so einschmeicheln? Ja, Alter, du bist ein echter Guter. Ja, das weiß ich. Das ich sag du dir nicht das. Zu sagen. Sag, Pela hat gesagt, du bist ein Guter. Das sag ich gar nicht. Bin ich ein Affe? Verpiss dich jetzt. Ja. Raus. Genau. Joachim. Lass uns noch ein Lied machen. Hallo, du Arsch. Joachim, lass uns noch ein Lied machen. Ja, gerne. Willst du selber ansagen? Nö. Doch. Doch. Ja, soll ich? Doch, genau. Jetzt weil. Okay, es kommt was aus. Es kommt etwas aus dieser. Ist diese CD. Nicht? Aus dieser CD. Ey, Anrufer, kannst du die CD sehen? Oh, ich kann nicht sehen. Hallo Peter. Ich wollte eine kleine. Ey, noch nicht, ja? Kannst du die CD sehen? Ja. Dann hör dir jetzt an, was Joachim sagt. Ja, erzähl, Joachim. Erzähl, los. Ich sing jetzt. Ja, sing doch. Erst los sing ich jetzt. Ja, okay, mein lieber komm. Du. Komm, ich will sehen. Bleib dran, ja? Ja, alles klar. Ja, bleib dran. Nie mehr
der Nachrichten sehen, am liebsten restlos in meiner Traumlandschaft stehen. Ach, wär das schön. Ey, da gibt's einfach nicht mehr viel zu sagen. Das war restlos schön. Und Joachim, ich hab viele, viele Gäste gehabt. Dir biete ich's an. Gib mir 5. Ah! Ja, hallo Anrufer. Töten. Aufgelegt, was ein kleiner Dummkopf. Ist natürlich, konntest du dir nicht entscheiden, mit welchen der Stars du gerne mal sprechen möchtest, wa? Die Kamera funktioniert im Augenblick nicht. Ihr könnt da Bilder Scheiße. Machen, ohne geht nicht mehr. Schöne Aufnahme. Geht die Handkamera wieder nicht? Chris, hast du eben nicht aufgepasst? Klaus hat sich so eine Mühe eben die Hallo, hier. Hallo? Hallo Anrufer. Ja, hier ist Mirko, hallo. Mirko, wie also gefällt dir das? Was? Wie gefällt dir das heute? Ja, ausgezeichnet, ne? Also, ich meine, ich finde es mal gut, dass ihr mal so einen ausgewöhnlichen Gast habt wie Joachim. Ich muss dazu sagen, so, erstmal zu Joachim persönlich so. Ich bin wahrscheinlich so mit meinen 23 Jahren so einer der älteren Zuschauer hier, der Joachim jetzt kennt halt und er war einer von den Musikern, bin ich halt. Ich muss dir das jetzt ganz kurz sagen, ja? Altenheim Wilhelmsruh hat angerufen und hat gezwingt. Achso, na okay, die haben noch ein paar, die sind ja schon am Gären da, ne? Gern war gut. Alter, damit hast du eine CD, Mann. Ja, pass auf, ich will Joachim jetzt noch ein Kompliment machen, so. Also erstmal, er hatte nur schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und er hat sich sehr gut gehalten, ja. Also er sieht irgendwie ein bisschen frischer aus jetzt, als du jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, also... Alter, 4 Stunden Arbeit, da war für mich heute keine Zeit mehr von unserem Massenbildnerin. Ich meine, du musst sagen, er sieht gut aus. Er sieht, also ich muss sagen, jetzt, ich habe mir jetzt gerade neulich die Edelweiß von ihm wieder neu gekauft, weil die seit 10 Jahren auf meinem Plattenteller liegt. Mirko! Ja? Guck mal hier, Mirko. Ja, dankeschön. Ey, Alter, du hast ihn die nächste Woche Bahamas finanziert. Weißt du das überhaupt? Optimal. Vielleicht steht er mich ja mal, vielleicht fliege ich ja mal mit oder so. Ey, du hast gewonnen. Ja? Willst du die haben? Ja, klar. Dann kommt jetzt gleich eine Adresse und da kannst du dann hinschreiben. Ja. Und da kannst du auch anrufen. Und ihr all doofen Schwachköpfe, die jetzt im Augenblick bei mir zu Hause anrufen, ja? Ich bin live im Fernsehen, ja? Also nicht zu Hause im Augenblick, ja? Ja, klar. Okay? Optimal. Rufst du mich heute, rufst du mich morgen früh nochmal an? Wie viel Uhr darf ich dich denn wecken? Ey, persönlich, rufst du mich an? Ja, sicher. Sagen wir 6 Uhr? 6 Uhr. Morgens. Ja, dann denkst, ich bin noch nicht so weit, dass ich bis nachmittags um 6 schlafen kann. Ach so, ja, weil 6, da penne ich wahrscheinlich noch. Soll ich dich anrufen? Kannst du auch machen. Ja, sag mal deine Nummer. 739. Ja, schreib dir das auf. Ja, ja. Ja, nee. 739, ich merke mir, ich habe ein Zahlengedächtnis ohne Ende, sag ich dir. Gib mal eine von deinen Sekretärinnen. Ey, ich habe 12 Finger, ja, das hat mir gemerkt in der Schule. Pass auf, gib mir mal eine von deinen Sekretärinnen, dann gebe ich die Nummer durch und du rufst mich morgen früh an. Ey, Alter, dann brauchst du mir das nicht sagen. Tschüss. Also entweder du bist so mutig und hast auch Telefonterror zu Hause wie ich. 713. Das brauchst du auch nicht schreiben. Schreib jetzt unter den Decknamen, sonst kriegst du die CD nicht. Wer sie kaufen möchte, 26 Mark aus meinem Privatarchiv. Joachim Witt hat unterschrieben. Mal auf die CD rauf, das wird jetzt schnarren bei euch im CD-Player. Es sei denn, ihr habt den lasergesteuerten Gemini. Kennt ihr Gemini? Hallo, Hallo Anrufer. Hallo Peter. Kennst du Gemini? Ja. Muss ich ja wohl. Du kannst mir folgen? Ja, klar. Ey, super. Ich wollte mal was sagen. Vor 3 Wochen circa, vor Christi Himmelfahrt. Am Donnerstag bin ich einmal durchgekommen und ich bin der Beknackte aus Eimsbüttel. Ich war am Freitag und am Samstag im Pulsgarten und irgendwie habe ich das erste Bier nicht umsonst bekommen. Hast du mir versprochen? Ich war mental an dem Abend nicht so gut drauf. Ich habe eine traurige Mitteilung gekriegt
Und dann habe ich auch mal den Ärztebericht endlich mal richtig begriffen, was das alles so bedeutet. Ja, diese ganzen Ausdrücke, da so wie so ein Beipackzettel, 28 Seiten habe ich mir durchgelesen, ja. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt auch noch ein Bier trinken willst, ja, unterhalt du mich mal lieber. Ja, das kann ich verstehen. Mir geht es auch dreckig. Also Skoliose und alles mögliche, Kopfschmerzen. Geht's dir schlecht? Was mir im Moment schlecht geht? Okay, pass auf. Ich versuche das mal. Ich habe das schon mal versucht. Werde dich jetzt heilen. Das? Ich konzentriere mich jetzt, okay? Ja, und ich glaube fest daran, dann funktioniert das auch. Und wenn du mich spürst, dann schrei einfach raus. Lass es raus aus dir, okay? Ich konzentriere mich jetzt. Martin. Ja, ich bin vollkommen geheilt. Weißt du, wie so ein Voodoo-Zauberer. Wie so ein Voodoo-Zauberer. Ey, wie alt bist du? 16. Ey, alleine die Vorstellung, jetzt wieder bumsen zu können. War das schon mal nass morgens in deinem Bett? Also sowas hab ich nicht nötig. Du, das passiert denn so ganz plötzlich? Ja, ne? Ey, irgendwie fühlt man jetzt komisch. Was hast du für Krankheiten eigentlich? Ich kann bei euch alle sehen. Ich kann bei euch wirklich alle sehen. Ich bin alle. Aha. Tschüss. Du tust mir leid. Du da draußen in einem Spittel. Einfach nur Wiedersehen. Und 300 Mark überweisen, ja, das ist nicht umsonst zu teilen, ja? Joachim, hast du auch irgendwelche Probleme? Können wir jetzt mal Live-Hand auflegen, das ist noch irre. Ich glaub mir. Da glühst du. Und kannst fliegen. Ich glaub mir, das ist krass. Hallo? Ihm ist es Hallo? Ja, guck mal, nicht ausgesprochener Satz amüsiert dich schon, ja? Dann weiß ich, wie das Gespräch weiter sich bewegt. Erzähl. Ich habe ein Problem. Ein ganz großes. Ich weiß nicht, dass mein bester Freund mit meiner Freundin zusammen ist. Also. Ey, jetzt mal Hand auf Herz. Vielleicht hat sie sich ja verbessern können. Bitte? Vielleicht hat sie sich ja verbessern können. Warum verbessern? Ich bin der ideale Mann. 1,80 groß, 1,85 ist es ja jetzt. Ach, das ist unterschiedlich? Ja, man muss 1,85 groß sein, blond, blaue Augen, stark, dann ist das cool. Du musst dir mal ein Croissant kaufen. Da hast du dann die natürliche Biegung drin. Mann, mein biologischer, also mein normaler Duft ist astrein. Also wenn ich sitze, dann kommen die Mädchen angelaufen und wollen mehr davon. Ey, jetzt geht es. Kannst du mir jetzt mal eben richtig den Gefallen tun? Nö. Leg du jetzt einfach mal auf. Nö, leg einfach ich will aber auf. Noch was gewinnen mit dir. Ja, hast du jetzt hier mit gehabt. Halt Maul. Und das war die Stimme aus dem Nichts. Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Hast du kleiner Flachwichser gesagt, hast du gewonnen. Das ist der Spruch des Tages heute. Die Parole. Hallo Anrufer. Also T-Shirt, ein T-Shirt haben wir noch zum Verlosen. Wer will das jetzt haben? Hallo? Das ist eine Frau, hast Pech ab, Klaus, ja? Siehst du ein, Klaus, ja? Hallo, hallo Anruferin. Hallo, bist du Peter? Ich bin Peter. Bist du Peter, ja. Wie heißt du denn? Ich heiße Monika. Hallo Moni. Ich heiße Monika, ja. Mädchen. Aber ich wollte Mädchen. Für Moni tue ich alles. Ach, nee, ja. Ach, für Gabi tue ich alles, hieß es damals. Aber Monika, 17 Jahre und sonst gar kein Haar. Das war Udo. Das ist ja super speziell. Aber ich wollte eigentlich mal auf ein anderes Gespräch zurückkommen. Und zwar sagtest du vorhin, 48, ein bisschen hängen und. Ey, pass auf. Was hast du dir schon mal vorgestellt, dass man vielleicht auf dich gar nicht könnte? Weil das bei dir alles hängt. Jetzt pass auf. Das ist ja mal was. Tanze mich ja, ne, ja? Was? Auch willst du mir zeigen, dass er steht? Nee, pass mal auf hier. Einfach nur... Ja, alles Fleisch. Ne? Guck. Nix hier hänge, nix ja, gar nichts. Was meinst du, wenn du mich sehen würdest? Das ist mir leid. Dann kannst du nur noch auf Ältere. Was? Was meinst du, wenn du mich sehen würdest? Ja, wie siehst du aus? Wie? Ja. Ja, was meinst du? Was meinst du? Der ja, soll ich jetzt raten? Du wirst wahrscheinlich gärtenschlank sein. Nee, überhaupt 50 nicht. Kilo. So eine Ballermänner von Brüsten, ja? Nein. Und Hauptsache, sie stehen. Hauptsache, stehst? Hängt nicht. Ach, die stehen.
Deine Brüste stehen? Hauptsache es steht, ja. So eine Ballermänner und die stehen? Du, ich hab ja meine Frau mit so einem Ballermänner erlebt, ja? Aber weißt du, was heute für dich eigentlich der Spruch des Tages sein müsste? Bitte? Du bist ein Ausspicker. Eigentlich auch ein ganz schöner Ausdruck, ne? Der mich jetzt irgendwie betroffen macht. Habe ich jetzt ein T-Shirt gewonnen, weil ich das gesagt habe? Ich meine, ihm daneben ist ja einer abgegangen eben, ne? Ja, guck mal, es kommt schon wieder bei ihm. Der 87. Orgasmus heute Abend, oder wie? Geil, ne? Jetzt ist Schwarzbild. Dann bist du echauffiert und sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Ich habe noch nie in einer Sendung mit drei Frauen gleichzeitig telefoniert. Nur telefoniert? Ey, na gut, wie alt bist du denn? Du musst mal mit drei Frauen gleichzeitig was unternehmen. Würdest du gerne eine von den dreien sein? Vielleicht. Dann bewerb dich. Aber nur, weil ich dich dann auslachen muss. Du, wir werden über dich lachen. Werden wir sehen. Werden Aber wir sehen. Das ist ja gerade das Spiel. Du, wenn du mein Ding siehst, dann siehst du wirklich nichts mehr. Meinst du? Du, der Zauberstab wird dich einfach... Verzaubern. Du, es gibt Frauen, die sagen David zu mir. Oh, David Copperfield, oder wie? Ey, guck mal. Wenn du jetzt so aussehen würdest wie diese Rosalini, so heißt er den, seine Freundin da, wa? Nein. Wie heißt die denn? Von David Copperfield? Ja. Na, wie heißt sie denn wohl, Claudia? Ja, guck in der Bild-Zeitung schnell nach, die ist jetzt jeden Tag da drin. Claudia Schiffer, wie ey, das hast gewonnen. Bild-Zeitung. Du hast gewonnen. Das ist doch super. CD oder T-Shirt? Zeig mir nochmal das T-Shirt. Weiß ich, Claudia. Aber das hast du denn vorher drei Nächte angehabt, oder wie? Was steht denn da drauf? Richtig schön, kriegt den Peter ehrlich Schweiß. Und was ist das, was ist die CD? Die CD? Wie heißt die? Ey, da gibt's keine Möglichkeit mehr. Ich will mehr, ja nur nochmal wählen. Einmal musst du mir nochmal zeigen. Das ist genauso ein Verrückter wie du, ne? Wer? Nein, komm, lass die weg. Die hat dich beleidigt. Du nicht, meine Süße. Nee, möchte ich nicht. Möchte ich selber halten. Übrigens. Mutter, nicht? Ja. Übrigens. Oh, du. Monika? Ja? Guckst du die Sendung öfters? Aber logisch. Dann guckst du auch nächsten Donnerstag, weil jetzt ist leider die Sendezeit vorbei. Das war Joachim Witt. Ich war Peter Ehrlich. Nächste Woche kommt Henna Peschel und es hat sich nach wie vor nichts geändert. Auch wenn ich heute nett war, könnt ihr mir zu Hause alle mal am Arsch lecken. Und tschüss.